Okay. Erzähl mir über deine Studien. Erzähl mir mehr über deine Studien. Die Erbauer haben viele gefährliche Geheimnisse. Sie waren ein sehr hochentwickeltes Volk. Nehmen wir mal dieses Gestein hier. Die Erbauer nannten es Obsidian. Es ist außerordentlich widerstandsfähig. Offensichtlich hat es ihnen als Rohstoff für ihre Waffen und Rüstungen gedient. Eine Waffe aus diesem Material fügt einem Gegner im Kampf immens hohen Schaden zu. Interessant. Du willst mir also eine Obsidian-Axt geben, das ist aber nett von dir. Bringen wir was mit Alchemie bei, was kostet denn bei dir? Kannst du mir über die Alchemie beibringen? Mana kannst du dir beibringen und Alchemie. 100 Gold und 5 Lernpunkte. 100 Gold, warte mal. Hat das bei Robert nicht 500 Gold gekostet oder sowas? Ach Quatsch, 200 Gold gekostet? Ich kann natürlich auch irren und ich bin fest davon überzeugt, dass ich mich geirrt habe, aber gut. Ich würde sagen, wir müssen einfach erstmal eine Runde pennen gehen. Automatisches Speicher, das muss ich langsam ein bisschen ausschalten. Das ist ein bisschen speicherintensiv hier. Der Schmied will ich mal an uns verkaufen, das ist okay. Wir haben den Schmied in der Stadt. Also ich sage einfach, das ist okay, ist wahrscheinlich ist es nicht okay. Erstmal eine Runde ins Bett hauen hier. Bis zum nächsten Morgen schlafen. Und ich habe übrigens gerade überlegt, während ich kurz die Audiospur bearbeitet habe, was mache ich jetzt? Ich werde jetzt natürlich zurück in die Stadt gehen, um noch ein paar Dinge zu erledigen. Ich könnte auch versuchen, jetzt der Hauptquest noch ein bisschen zu folgen. Hast du noch irgendwas zu sagen? Was willst du von mir? Hast du nichts zu tun? Ich dachte, vielleicht hast du was Neues zu berichten. Nein, ich kann dich immer noch nicht leiden. Ja. Hate Buddy. Oder ich könnte natürlich gucken, was im Lager noch alles zu tun gibt. Was hast du getan? Broga ist außer sich vor Wut. Ich denke, du kannst dich auf was gefasst machen, wenn er dich erwischt. So, wo ist er denn? Ich weiß nicht. Er rannte durch den Sumpf in den Süden und ward seitdem nicht mehr gesehen. Ist besser für ihn. Der Don will... Ach, weißt du, wenn ich es mir recht überlege, will ich es gar nicht wissen. Auch gut. Herzlichen Glückwunsch. Du bist jetzt einer von uns und schon auf gutem Wege zum Kämpfer zu werden. Nicht schlecht. Das ging ja ziemlich schnell. Weiter so. Dankeschön. Du kannst auch was über den Kampf beibringen, du kannst mir das Schwert mit Stärke beibringen. Naja, okay, das ist auch nicht so verkehrt. Ich könnte auch versuchen, mal Broga nicht mal hier ein bisschen. Ja. Ich könnte auch versuchen, jetzt die Höhe nochmal zu erkunden. Das wäre keine schlechte Idee vielleicht. Hawkins. Ich hörte, du bist jetzt Jäger. Gut so. Dann muss ich mich nicht mehr um dich kümmern. Hast du eh nie getan. Ja, wollte es gerade sagen. Großmaul. Ja, ja. Ist ja schon gut. Ich glaube, das mache ich auch kurz mal. Letztes Mal waren wir noch ein bisschen schwach auf der Brust, aber ich denke, diesmal können wir es vielleicht schaffen, die Höhle ein bisschen weiter zu erkunden. Danny! Wow! Sie haben dich zum Jäger befördert. Das hätte ich nicht erwartet. Hochachtung. Dankeschön. Das ist auch cool, dass mich jeder gratuliert. Das ist echt schön gemacht. Was ist das da hinten eigentlich? Das ist echt auch eine weitere Ausgrabungsstelle oder sowas? Oder ist es ein Jägerplatz? Jägerplatz. Das eine ist Luis, das andere ist wer? Ach, der andere Jäger, genau. Hier, Sam. Ah, du bist es. Wie sieht's aus? Ja, ganz gut, danke. Willst du langsam mal aufhören mit dem Saufen? Nee, solange die Kämpfer so unentspannt sind, bleib ich besser hier und mach's mir gemütlich. Ja, das liegt sicherlich... Ein Bier für eine Information. ...an den Kämpfern. Ja, hör doch mit. Was haben wir noch? Hier die Flasche bekommst du umsonst. Hier bringen wir was mit Jagdbrei. Hab gar keine Frage gerade. Dumme Sache. Hab gerade keine Frage. Schade. Okay. Und Sam? Hey, Kleiner, herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Du bist jetzt endlich einer von uns. Ein Jäger. Wurde ja auch Zeit. Ja, du hast viel dafür getan. Aber so schnell wie du ist hier noch niemand so weit gekommen. Du kannst stolz auf dich sein. Wenn du meine Hilfe brauchst, weißt du ja, wo du mich findest. Willkommen bei der Bande. Dankeschön. Was kannst du mir die Jagd... Ah, man kann ich auch noch beklauen. Das ist zu riskant. Ach, immer noch. Na gut, was kannst du mir mit Jagd beibringen? Kannst du mir über die Jagd beibringen? Was haben wir noch nicht? Geschick kann man noch nicht und Bogen kann man noch nicht. Brauchen wir beides nicht so richtig. Also gibt doch voller Geschick, wenn wir schon irgendwann brauchen, glaube ich. Aber ich bin erst in zweiter Linie Fernkämpfer. Ich will ja in erster Linie erstmal Nahkämpfer sein mit Axt und Schild im Idealfall. Und als zweites habe ich mir überlegt, dass ich mir vielleicht noch eine Armbrust zulege. Ich habe ja schon eine Armbrust, und aber die auch zu bedienen lerne. Kann man das Ding noch mitnehmen? Ein Pilz kann man mitnehmen, ja. Und hier kann man reinfallen und letztendlich dabei gestorben.
Ich hoffe, diesmal sterbe ich nicht. Mal gucken. Einmal hopp, eine Goldader. Nee. Kannst du schön abrollen. Wunderbar. Gut, dass du das kannst. Und irgendwas hat mich das letzte Mal getötet. Und warte mal, ich muss kurz meine Fackel entzünden, weil ich glaube, fuck, hier, das war alles für euch recht dunkel. Also für mich ist es auch nicht gerade hell. Aber für euch ist es, glaube ich, noch schlimmer. Ah, eine Stachelratte. So, die ist schon mal tot. Oh, warte. So, haben wir beide einmal getroffen. Dich noch ein bisschen mehr. Na komm. Ja. Sehr gut. Drei Stacheln. Ah, da geht's ja raus. Okay. Ich dachte, wir wären tief unter der Erde. Aber offenbar nicht. Kann ich die Fackel wieder mitnehmen, die ich hier runtergeworfen habe? Hallo? Fackel? Offenbar nicht. Toll. Hier geht's noch lang. Hier geht's ja überall lang, sag mal. Das reinste Bergbaugebiet hier. Ich muss unbedingt mal lernen, Erz zu schürfen und so weiter. Und diese Erdbeben hier verängstigen mich schon ein bisschen. Also ein bisschen, vor allem, wenn wir gerade unter der Erde sind. So, nochmal F5, weil es sieht ein bisschen gefährlich aus. Eine Truhe, eine Schatztruhe. Muss man die knacken? Man muss die knacken, okay. Links, gut, dass ich gespeichert habe. Nochmal links. Nochmal links. Nochmal schade. Links, links, rechts, rechts vielleicht. Jawohl. Oh, tatsächlich. Was haben wir denn? Wir haben, 261 Gold, das ist ja richtig geil. Kleiner Mana-Trank, irgendein Flügel, ein Teller und ein Pokal mit Goldwert 50 und 100. Meine Güte! Da kann man direkt wieder irgendwas lernen, Axt 2 oder sowas. Großartig, haben wir das Geld schon zusammen. Eine Beere, was ist das hier? Leuchtende Pilze. Wunderbar. Und genau kommt jetzt ein Erdbeben, als ob es, also es scheint ein bisschen so, als ob man das nicht hätte mitnehmen dürfen. Erzschürfen verstehe ich nichts. Noch weißt du davon nichts, aber du wirst irgendwann bestimmt ein toller Zwerg werden. Wenn ich dir das alles beibringe. Warte mal, hier kam ich her, glaube ich, oder? Ja, hier kam ich her. Na gut, gehen wir mal ins Freie. Irgendwas knurrt mich jetzt schon an. Ach, ein Wolf. Ja. Und noch ein Wolf. Das Dumme ist, ihr könnt hier in dieser Eingang nicht zur Seite wegweichen, wie ihr es sonst so gerne tut. Dumm gelaufen, würde ich sagen. Sehr gut für mich. So, wo sind wir denn hier? Ein Pilz, da unten ist ein Keiler, zwei Keiler, also sind zwei Keiler. Ja, kann man auch einmal den Pfad hier runtergehen, das werde ich wahrscheinlich gleich mal machen. Was ist hier drüben? Sumpf. Hä? Ich bin... Hä? Das muss irgendein anderes Sumpfgebiet sein, weil ich bin ja irgendwie nach unten gegangen, bin dann auch, also ich bin in die Höhle gegangen, dann ging es ein Stückchen nach unten. Dann bin ich irgendwie so ein paar Etagen runtergegangen und jetzt bin ich wieder oben oder was? Das muss irgendwo wirklich ein anderer Sumpf sein. Hallo Wolf. Oh, anderer Wolf auch noch. Na, ich kriege ihn schon. Na komm, komm, komm. Ich sollte mich natürlich erstmal gerade auf den konzentrieren, der fast tot ist, weil jetzt sind beide fast tot, ist auch egal. So, du bist tot. Oh, oh, oh. Ja, und du bist auch tot. Bisschen Schaden genommen, aber das ist nicht weiter schlimm. Auch dich gelootet. Und Reiselust. Okay. Das sah mal aus wie ein ehemaliges Lager. Das sieht aus wie ein ehemaliges Lager. Hier geht es wahrscheinlich gleich runter zu den Keilern. Ich wette, da unten sind irgendwelche grausamen Viecher, die ich gerade zwar nicht sehe. Also außer dem Mannapilz, dieses grausame Viech, der Mannapilz. Das Ding. Nicht mit. Ach, hier geht's zum Bauern. Das ist ja günstig. Hier wollten wir eh hin. Da sucht sich ein Keiler, zwei Keiler. Aber das kriegen wir hin. Hier waren irgendwie zwei Keiler und auf der anderen Seite waren auch noch zwei Keiler. Können wir mal die Keiler töten? Autsch. Ja. Na komm. Oh, aggressive Schweine. Was auch immer. Sehr gut. Irgendein Auftrag habe ich gerade, oder irgendein Achievement. 10 Erfahrungspunkte dafür, schön, aber, okay. Ich muss so sagen, ich habe mir die ganzen Achievements alle überhaupt gar nicht angesehen, aber ich habe ja das Spiel sowieso blind. Von daher bin ich über jedes Achievement einfach nur erstaunt. Erstmal kurz das Fleisch hier, was ich schon mal habe. Dann drücke F5 und gehe auch die anderen beiden Keiler an. Wo auch immer die waren. Warte mal, hier sind noch Pflanzen. Pflanzen sind gut. Ah, da hinten ist einer. Und Zweiergruppen sind noch gerade so in Ordnung.
Das hier rechts ein bisschen aus wie ein Ferkel, aber ist wahrscheinlich eher nicht. Na komm. Ja, 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 ich auch ein bisschen runden, weil dann erwischte mich nämlich auch nicht. Brauche ich keine großartigen Spirenzen mit irgendwelchen Doppelklicks machen, weil... kann ich ja eh nicht gut. Nicht, dass das andere gut könnte, aber sind wir ehrlich, egal. So, Keiler, Keiler. Und das Vieh, was aussah wie ein Ferkel, ist ein Druiden-Schierling, okay. Und da hinten ist noch eine Pflanze, wenn ich das richtig sehe. Oh, sogar zwei, Mana-Pflanze. Heldenkrone, hey, hey, hey. Und das nur von zwei Keilern beschützt. Nett. Da geht's lange, geht's überall irgendwie lang. F5. Eine schöne, offene Welt. Gefällt mir. Ach, hier sind wir. Hinten ist die Höhle. Da geht's irgendwie noch weiter runter. Interessant, interessant. Und ich soll übrigens eine Nachricht überbringen. An dich glaube ich nicht. Mach was anderes. Ja, okay. Lass uns handeln. Lass uns handeln. Ich habe schon wieder irgendwelchen lustigen Kram für dich. Ja, eine Sichel habe ich, zwei von diesen Stöckchen habe ich für dich. Habe ich noch für dich. Ah, dann habe ich die Felle gesammelt. Warte mal, hier. Du kannst wieder vier Wildschweinfelle haben, meinetwegen. Da. Und auch ein paar Wolfsfelle, auch davon kannst du vier haben. Bitteschön. Die Krallen nimmst du bitte alle. Die Flügel kannst du auch alle nehmen und die Zähne kannst du auch alle haben. Und die Knochenbeilchen lieber mal selbst. Warte mal, den Flügel willst du auch haben. 53,2 ist okay, Warenkorb handeln. Die 0,2 Goldmünzen kannst du behalten, dafür penne ich in deinem Bett, das ist, glaube ich, okay. Guter Deal. Lass dich nicht aufhalten. Will ich nicht. Tellur. Sag mal, was weißt du eigentlich über das Auge des Inquisitors? Das Auge des Inquisitors, wie schön, wie das Auge Innos. Sag mal, was weißt du über das Auge des Inquisitors? Ich habe gehört, es ist ein magisches Artefakt, das er in einer Ruine auf einer anderen Insel gefunden hat. Ah ja, interessant. Achso, ich war gerade ein bisschen schockiert, hatte ganz gedacht, oh mein Gott, jetzt greife ich wieder irgendwelche Keiler an, aber nein, das ist nicht der Fall. So, eine Runde schlafen gehen. Die Frage ist, kann ich jetzt eigentlich wieder durchs Haupttor reinmarschieren in die Stadt? Nicht, dass ich gerade in die Stadt will, aber wäre es theoretisch möglich? Lach hier rum, ach, ein Huhn lach hier rum. Wäre mir interessant zu erfahren. Weil dann könnte ich gleich mal die ganzen Wildschweinfälle und sowas abgeben. Viel Fleisch holen und noch ein paar Aufträge in der Stadt machen. Das wäre auch nicht schlecht. Waren da nicht irgendwelche Viecher, die ich noch töten konnte? Ja, hier waren noch Viecher, die ich töten konnte. Kommt ran, ihr Viecher, die ich töten kann. Obwohl, ich war gerade schon heftig, oder? Jetzt habe ich ja mittlerweile eine Rüstung, von daher vielleicht kriege ich das ja hin. Ups, das war die Armbrust. Und auch nur eins. Ich bin so langsam hier. Alter Schwede. Ja, die halten aber gar nicht viel aus. So. Warte mal. Nein, 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 nein. Hallo. Aber dafür. Oh mein Gott. Man darf hier nicht zu schnell die 1 drücken. Der merkt sich wirklich jeden beknackten Befehl. Er wird wahrscheinlich noch 20 Mal hintereinander die Keule ziehen. Und vielleicht auch noch draufhauen. Ist das hier hinten ein Erzahl oder sowas? Das ist einfach nur ein Rinnsal. Das ist ein Rinnsal, das ist ja schön gemacht. Oder sieht zumindest so ein bisschen spiegelig aus. Wirklich schön gemacht, aber sonst scheint ja nicht viel zu sein. Obwohl, warte, da hinten ist irgendwie so eine kleine Einbuchtung. Vielleicht ist da irgendwie, ja, ich weiß, vielleicht ist da eine Höhle drin und man kann irgendwas Cooles drin finden. Ich hoffe immer auf Höhlen. Oder wenn du springst, bist du wahrscheinlich ein bisschen schneller. Ja, ach nein. Eine Moorleiche. Na, dich kennen wir doch. Ja. Eine Moorleiche mit einem Stab. Ja. Und eine tote Moorleiche mit einem Stab, also... Tote Moorleiche, haha. Und da geht's wirklich weiter. Interessant. Gucken wir doch mal rein. Was soll hier schon passieren? Sprach der Sterbende. Gule. Und da hüpfe ich wieder raus. Aber man kann so zurückweichen. Ah, interessant. Gule unter Wasser. Das ist ja lustig. Ist auch ein lustiger Titel gleich für die Folge. Fällt mir gerade so auf. So, hüpft man durchs Wasser. Da drüben ist noch ein Krallenfalter. Ein Einzelner? Ja, tatsächlich. Sehr schön. Hallo, ich komme zu dir. Und ich habe ja genau, ich habe ja auch die Erfahrung gemacht, wenn ich einfach so auf dich einkloppe, hast du gar keine Zeit zum Reagieren. Das finde ich cool. Alles nehmen. Und wo muss ich hin? Da hinten muss ich hin. Rechts hin. Da oben ist noch ein Mana-Pilz. Ach ja, stimmt, die wollte ich alle einsammeln, wenn ich wieder herkam. Und jetzt bin ich wieder hier. Jetzt sammle ich das alles ein. So. Einmal hier.
Und ich würde wirklich sagen, ich gehe trotzdem wirklich mal ganz kurz in die Stadt rein, einfach nur so, um erstmal mir die Karte zu holen, noch ein paar kleinere Dinge zu machen. Und dann begehe ich mich irgendwann zur Vulkanfestung, die hier irgendwo, wo immer auch sein mag. Warte mal, Hafenstadt, geht's in die Richtung, es ist schön. Das ist der Hintereingang, ich könnte auch durch den Vordereingang gehen und weitere Krallenfalter oder sowas. Aber jede Menge, meine Güte. Ich erstmal den Isolierten hier. Also isoliert ist gut. Ja. So. Ich hoffe, es war kein Fehler. Autsch. Ja. Nee, war kein Fehler. Das krieg ich schon hin. Das krieg ich hin. Wenn auch nicht super souverän. Aua, aua, aua. Aua, aua. Nein, super souverän krieg ich sicherlich nicht hin. Aber dafür muss ich auch blechen. Ein Heiltrank, das ist okay. Komm her. Eigentlich sind die gar nicht so schwer. Immer wenn man, wenn die gerade gehauen haben, muss ich hauen. Fertig ist der Lack. Ah. Oh, ist der gerade gestorben. Na komm. Und jetzt bist du auch tot. Sehr schön. Hab ich wenigstens wieder ordentlich Erfahrung mit weggemacht. Wie war das? 5 Stück, also 450 Erfahrungen. 1, 2, 3. Und da drüben sind, glaube ich, noch 2 zu Tode gekommen. Eine Heilwurzel, nett von dir. 4. Okay, war wirklich nur 4. Habe ich doch ein bisschen Probleme. Aber das krieg ich schon alles noch raus. Irgendwann kriegst du alles raus. Ein Druiden-Schierling, der wahrscheinlich total unwichtig ist, aber egal. Eine Seemannskiste. Was haben wir da drin? 65 Goldmünzen, ein Fläschchen, ein Wildschweinfell und einmal Zähne. Wie nett. Und hier ist noch irgendwie so ein kleiner Pilz. Eine Wichtelkappe. So siehst du mir auch aus, mein Freund. Und wo geht's hier drüben lang? Ach, ich will gerade so viel erkunden. Ich guck dir mal ganz, ganz kurz. Sind das... Ah, das sind Gnome. Ein ganzes Heer von Gnomen. Hm. Also, 2. Nee, 3. 4, 5. Wäre ganz schön, wenn ich die richtig anvisieren würde. Ja, besser. Am besten, ich gehe auf die Brücke. Ich die bessere Verteidigungsposition, kann ich gegen mehrere gleichzeitig besser zur Wehr setzen. Nummer 1. Nummer 2. Oh, warte, du bist fast tot. Aua, verdammter Stein. Nummer 3. Nummer 4. Ah, komm ran. Nummer 5. Komm, 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 komm. Aua, aua. Ach, der Häuptling. Guck mal an. Ja, ja. Na, du hast schon ein bisschen mehr auf dem Kasten. Das merkt man schon. Hält auf jeden Fall mehr aus. Na, komm. Nein, nein, nein. Und? Ein toter Häuptling? Ein toter Häuptling. 100 Gold und ein Schwert. Dein Schwert ist weggeflogen. Wie unangenehm. Ach, Leute, noch ein Wolf. Mach mir dich fertig. Ganz schnell den Typen looten. Oh, eine Rübe und 4 Gold. Das war ja richtig gut. Den Gnomen... Ah, weitere Werkzeugdinger. Interessant. Machen wir erstmal alles auf hier, weil der Wolf hinter uns ist. War er nicht gerade hier? Der war doch hier. Hallo, Wolf. Ach, bist du nicht mal regst, ey? Sind deine beiden Freunde auch schon da? Das ist nicht so geil. Warte mal. Wir haben doch hier eine Brücke. Ein viel besseres Terrain für mich. Weil ihr könnt ja nicht die Seite ausweichen, wie schon bei dem Höhleneingang. Nummer 1. Und Nummer 2. Sehr schön. Einmal dich. Und einmal dich. So, das Schwert ist leider weg, das ist ein bisschen doof. Aber die Pflanzen sind noch hier. Pilz und hier war einfach, was war das? Heilkraut oder so? Grünblatt. Ach ne, Heilkraut ist irgendwie anders aus. Okay. Wo bin ich hier? Geht's zum Strand runter nochmal? Ich meine, gut, es ist eine Insel. Wo kannst du nicht zum Strand runtergehen? Ach, ein Keiler. Ach, nee. 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 Und ich wollte nicht unbedingt die ganze Zeit irgendwelche Prügelfolgen machen, aber ich würde sagen, den Keiler nehme ich noch mit. Na komm. Und diese komische Pflanze da unten nehme ich noch mit.
Und hier geht's offenbar rein, das ist mir aber jetzt egal, habe ich nicht gesehen. Alles gut, ich hau ab. Das Schwert muss ich leider auch unten liegen lassen. Weil da müsste ich wahrscheinlich noch 20 andere Gegner besiegen. Ich will erstmal wieder in Richtung Stadt gehen. Ach ja, genau, da kann ich ja noch, wenn ich schon zum rückwärtigen Bereich komme, könnte ich auch noch versuchen, die Schatzkisten auszuheben, also die Schatzkisten zu knacken, die ich ja mittlerweile schon geknackt habe. Das wäre doch gar nicht mal schlecht. Dann kann man die eigentlich lang. Was ist das für ein Weg? Geht's hier zur Hafenstadt oder geht's da drüben zur Hafenstadt? Schild? Hafenstadt. Ah. Na gut. Dann eben so. Ah, das ist das Fronttor. Ah. Der andere habe ich auch anders lang geführt. Ich glaube sogar hier lang. Ne, hier unten sind überall Stachelratten. Hier war lang was auf gar keinen Fall. Da oben war es lang. Ja, ja, da oben war das lang. Hier ist auch ein Schild, was bestimmt heißt zur Hafenstadt. Ja, genau. Wunderbar. Wunderbar. Und wieder auf dem Weg zur Hafenstadt. Wo geht's da lang? Bitte nicht zur Hafenstadt. Vulkanfestung. Ah, Vulkanfestung. Warte mal, hier kann ich noch einen Auftrag erfüllen. Stan. Hey, du. Sei vorsichtig, wenn du hier herumläufst. Das Gebiet ist noch nicht gesichert. Ist okay. Du bist ein ganz harter Kerl, was? Indeed. Pass auf, mir ist egal, was du hier machst oder zu wem du gehörst. Aber dir sollte eins klar sein. Was zwischen euch Banditen und dem Orden läuft, geht mich nichts an. Solange du keinen Ärger veranstaltest, kriegst du auch keinen. Das ist okay. Was weißt du über dieses Gebiet? Was weißt du über dieses Gebiet? Der Bauernhof ist fest in unserer Hand. Hier ist das zentrale Lager. Ein Lager? Für was? Für alle Truppen, die sich draußen aufhalten. Außerdem gibt's hier zwei Ruinen. Die eine hier unterhalb des Hofes und die andere ist weiter oben. Mit welchen Gefahren muss ich denn hier rechnen? Mit welchen Gefahren muss ich rechnen? Monster, haufenweise Monster. Sie kommen aus den Ruinen und verbreiten sich überall. Okay, erzähl mir mehr über die Ruinen. Erzähl mir mehr über die Ruinen. Das ist nicht mein Ding. Ich pass hier nur auf. Wenn du mehr wissen willst, sprich mit Severin. Mit Severin wollte ich sowieso nochmal sprechen. Übrigens, hast du erlebt, wie die Ruinen aus dem Boden gekommen sind? Hast du erlebt, wie die Ruinen aus dem Boden gekommen sind? Leichtgläubige Novize. Ich habe gesehen, aber viel darüber gehört. Nautilus-Wandlung. Mit einem Erdbeben und dann brach überall auf der Insel die Erde auf und die Ruinen kamen ans Tageslicht. Ja, interessiert mich gar nicht, aber danke für deine Nautilus-Wandlung, die 100 Goldmünzen wert ist. Sehr, sehr gut. Und Severin soll hier irgendwo sein. Ja, jetzt sind irgendwelche komischen Krallenkäfer wieder, aber wo ist denn Severin? Severin vielleicht hier irgendwie? Bei der Ruine? Ich glaube es ja eher nicht. Kurz mal F5 drücken. Ist hier jemand? Hallo? Okay. Sieht soweit in Ordnung aus. Da hinten will ich nicht rein. Was gibt's hier? Hier gibt's noch einen Pilz. Zum ersten Mal eine Ruine und ich fühle mich total unwohl. Können wir einen Fackel einmachen für euch? Ah, ich begreife. Muss da oben auf diesen Schalter irgendwie... Da habe ich mich gerade erschrocken. Ja, man muss offenbar da unten oben auf den Schalter drücken, um wahrscheinlich die Falle, die ich gerade bemerkt habe, zu umgehen. Und auch fast vor 3 Minuten, warte mal ganz kurz. Freitag, 9. November, 17:30 Uhr, ja, nochmal das. Um die Falle zu umgehen und auch die Tür aufzumachen. Interessant. Interessant. Wann habe ich das letzte Mal gespeichert? Automatischer Speicherstand. Aber was heißt, ich hoffe ja bei dem Lager, das wäre ganz cool gewesen. Oh ja. Oh, das ist sehr gut. Schnell hier raus. Überhaupt nicht cool hier. Ich will ganz gerne noch ganz kurz wissen, Severin finden, aber ich glaube nicht, dass ich das in dieser Folge noch finde. Das heißt, ich werde kurz mal eine Aufnahmepause machen und wir sehen uns bei der nächsten Aufnahmesession wieder. Bis denn dann. Tschüss.